der Madame müssen wir noch überreden, aus dem Weg zu gehen. Müssen wir Karl scheren. Tube rasiert. Einfach so. Geh doch mal zum Friseurmann. Pinken Ninjas. Stellen sie sich aber auch immer in den Weg, die Kerle, anstatt dass sie mal links und rechts warten. Nö. Das machen die extra in den Weg stellen. Frechheit. Die wollen richtig ärgern, den Spieler. Ist halt so. Muss man damit leben. Was erwartet uns hier unten eigentlich als Boss? Wissen wir noch nicht, ne? Nee. Ich weiß schon gar nicht mehr, was da jetzt so kommt. Oh, ich gehe mal von dem Drachen aus oder sowas, wenn ich mich noch ganz recht erinnere. Ist das gar nicht mehr? Kann mich auch irren. Ist das nicht mehr? Könnte gut sein. Oh, da haben wir wieder einen Arsch voll Gegner. Ja. Monster-Horde von mindestens 10 Gegnern. Ja. Also, wir sehen uns gleich wieder. Mach's gut. Tschüss. Ja. Da fehlt noch einer. Also, bis gleich. Ja, bis gleich. Hau rein. So, und hier kommen wir wieder zurück. Ja, also hallo. Tut mir leid, dass ich jetzt gerade nicht allzu viel reden konnte, aber das hat einen speziellen Grund gehabt. Willkommen zurück. Hallo. Hallo YouTube. Hallöle. Gut. Haben wir denn da Feines drin? Hallo Oma. Ein Saturnhelm. Boah, schlecht. Wer bist du? Jawohl, jetzt sind wir auch gegen Feuerattacken resistent. Super. It's over 9000. Wir haben es im letzten Part ja eh davon gehabt, dass wir mal ein bisschen deine Rüstung buffen müssen. Ja. Das schon Hammer. Gott sei Dank erwähnt. Ja. So, okay. Ein schön stylischen Helm. Da wir jetzt den Schalter aktiviert haben, können wir jetzt auch den richtigen Weg einschlagen. Das ist ja der Wahnsinn. Dürfen wir endlich. Ja. Wenn du noch weißt, den richtigen Weg. Ja, ich glaube, hier war der. Ja, hier. Diese engen Gänge. Eine Beklemmtheit macht breit. Ja. Aber das habe ich ja auch gesagt gehabt, ne? Die Wege, die werden halt auch ein bisschen gemeiner. Das stimmt. Krass. Okay. Oh, das ist eine Kiste. Da gibt's ja ein paar Sachen zu entdecken. In der Kiste. Mal gucken, was drin ist. Ich tippe hier mal wieder auf Bomben. Ich tippe auf Krafttrank. Gibt's ja nicht mehr viel übrig. Heiltrank oder sowas? Oh, Krafttrank wird's eher sein. Und? Jawoll! wenn wir jetzt eine Wette abgeschossen hätten, hätte ich gewonnen. Das wäre Wahnsinn. Ja. Voll schneller Druck oder sowas. Schwertzieh. Zweimal getroffen. Okay. Höllenfeuer. Hat hier auch zwei Schwerter. Also kann ich schon zweimal treffen. Oh, gut, dass Rubens der Attacke widersteht. Sehr gut. Sonst wäre der Schaden enorm. Hallo, Madame. Madame Medusa. Ist aber nicht so. Ja, okay, Gorgona, ja, mein Gott. Oh. Naja, so eine Lappalien, geil. Da ist jemand wieder sehr pingelig. Ich, nee, nö, nö. Nein? Ich nicht, nee. Oh, die Schickis haben sie mal Verstärkung geholt. Ja, ja. Nehme ich einen Panikmeister. Smetbo. Super. Ja, oder ein Golbat, genau. Irgendwie so. So in etwa. Was dem am nächsten kommt. So, oh Gott, das sieht aus wie ein Labyrinth. Ach du Scheiße. Oh. Das Grüne ist aber ein neues Monster. Ja, das sind neue Echsenarten. Oh, Basilisken. Satamander. Basilisk. Hört sich an wie Salamander, aber ist egal. Das haben sie einfach mal umgedichtet. Ja. Das sind ja ganz schön gewitzte Entwickler hier. Aber leider auch faule. Flammenwut. Eben brennst. Wow, echt viel Schaden. Liegt das jetzt an dem Flammenhelm oder was? Level up? Nee, er hat ja
Rubens hat ja eine Flammenrüstung an. Ach so. Ah. Genau, hier. Hm? Da. Resistenz kam natürlich wie gerufen. Ja. Genau, die ist nämlich aus Lava hergestellt, die Rüstung. Gott sei Dank. Oh Gott. Extra heiß, ne? Mhm. Oh ja. Ja, hallo. Schöner Malz. Hat ja auch sehr vieles zu den Schwestern. Ja, da hast du recht. Die Verwandtschaft ist groß. Genau. Das geht, ne? Oh, ein Klon, Medusa. Oh Gott. Wie ist der Weg? Keine Ahnung. Ja, einfach durch die Mitte. Ja, genau. Dein letzter Nebel. Denk dran. Ja. Steinstache. Nein. Du blöde. Oh, geile Animation. Du blöde. Oh, und schon. Was Neues. Schon zu Stein. Hast du angeguckt? Bist du angeguckt und schon zack, Stein. Dafür musst du jetzt sterben. Mhm. Schade. So. Schwerthieb. Einmal getroffen. Okay. Ist halt so, ne? Da ist man halt von der Medusa jetzt mal so bewegungsunfähig. Einfach mal so. Ja, und jetzt wieder nicht. Toll, ne? soll ich die Kiste holen oder soll ich die nicht holen? Nö. Nee? Okay. Das ist mal nicht. Nö. Das ist eh bloß ein Heiltrank drin. Genau. Shiggy. Yeah. Mit Olbert. Tour Talk. Ja. Fast auch noch fast. Oder, ach, wie hieß die zweite Entwicklung? Shelock, ne? Oh, ja. Ja, genau. Die Meister, die kennen sie her aus, im Wahnsinn. Ja, ich hab früher, nur als kleine Information, ich hab früher als Kleinkind auch sehr oft Pokémon gezockt gehabt, ja. Das ist besser. Das hat jeder gezockt. Ja. Und Benny hatte aber eine schlechte Kindheit, ne? Oder hat was verpasst halt. Oder so. Und hat lieber mit Barbies gespielt. Genau. Oh, gut, dass wir jetzt auch gegen Feuerattacken resistent sind. Super. Das ist durch unseren stylischen Helm. Mhm. Gott sei Dank. Oh, da lässt er den Kopf hängen, der Arme. Ja. Schau. Und. So traurig. Ja, der guckt richtig traurig. Oh. Gott, der Arme, den können wir doch nicht so liegen lassen. Ja. Mal beiseite räumen. Du mach mal ganz fertig. Ja. Die müssen wir leider machen, sonst kommen wir nicht weiter. Und schon wieder Madame Medusa. Hallo. Mit Kollegen. Das ist die fünfte Schwester. Oder sechste jetzt schon. Tja. Nachdem. Da war jemand sehr fleißig. Oh, Stein. Zack. Nein! Ist jetzt zack angeguckt, Stein. Wahnsinn. Alter. Gut, dass jetzt die Nebel auch rauskommt. Wenn alle Bete Stein sind, ist Game Over. Ja. So, dann hoffen wir mal, dass wir jetzt wieder in einem Monsterraum sind. Super! Na, Halleluja! Oh. so viele Monster wieder rein. Bis gleich! Na, mach's gut! Tschüss! So, und wir haben alle Monster wieder besiegt. Und meine Partner sind immer noch da. Meldet euch schon kurz. Guten Tag, Meisen. Hallo! Glück auf! Hallo, herrliches Durcheinander, aber es ist ganz normal. Immer diese Doppelheiltränke, Krafttränke, Wahnsinn. Ja, ist halt so, ne? Oh, schon wieder der Baphomet. Nein. Lässt einer nicht mal die Treppe hoch, der Unhöfliche. Ja. Ich glaube, das hat eine bestimmte Bedeutung, dass er so heißt, ne? Aha, okay. Gib her. Ja, Baphomet, ne? Achso, und die Bedeutung davon? Wolltest du das nur sagen? Nee, ne? Nein, das war nicht. Oder hast du falsch verstanden? Das hast du gerade, glaube ich, falsch verstanden. Ach so. Aber ist nicht so schlimm, Toni. Ist nicht so schlimm. Okay, eine lange Treppe. Lol. Okay. Die Treppe in den Abgrund. Spiel, willst du mir oder willst du uns etwas sagen? Nicht unbedingt. Ja, wieder ein Labyrinthraum. Super. Doch. Oh, ich hasse Labyrinthräume. Und ihr? Geht so. Wo ist ein bisschen Competition. Mhm. Geht so. Ja, also ich finde Labyrinthräume nervig. Ganz besonders, wenn da so viele Monster dabei sind. Ja, und irgendjemand tauscht da. Wer ist denn das? Was ist los? Irgendjemand hat da gerauscht. Aha, okay, ein Rauschen. Ja.
irgendwie. Also bei mir rauscht nichts. Bei mir war nicht. Bei mir? Nö, bei mir rauscht auch nichts. Okay, läuft. Also es rauscht noch nie im Kopf. Bei dir? Wo? Nee. Auch nicht? Doch nicht. Okay. Lol. Wir werden es nie erfahren. Nee. Das ewige Mysterium. Oh, nee. Mal einfach das Gold liegen lassen. Verschwendung. Ja, ich würde es ja gerne mitnehmen, aber geht leider nicht. 1000 Goldmünzen wären das bestimmt. Oder 10.000? Ja, doch. Ja, 1000 eher. Okay, 1000, reicht auch. So. Denk dran, du musst ja deinen Trank einschmeißen. Jawohl. Vielen Dank. So, nee, da ist eine Sackgasse, ne? Warum kann man noch über zwei Ecken hier drüber springen? Nee, das ist ein bisschen blöd. Ja, da wäre nur eine Kiste. Nee. Nee. Hier bloß ein Heiltrank drin. Nee. Mit Sicherheit. Krafttrank. Irgendwas. Und wieder die Hennen. Taubogas. Oder Taubogas. Mhm. Ja, sehr wenn gut. Schon, dann nehmen wir halt Taubos. Hat aber auch ein bisschen Ähnlichkeit mit, boah, wie hieß die, Lavados oder diese komische Viecher. Stimmt, Lavados, genau. Ja, stimmt. Da war ja noch was, ne, mit den legendären Vogel-Pokémon, genau. Aber sicher. Lavados hat schon aber ein bisschen gehen lassen in seinen Jahren dann. Stimmt. Hat er schwanger. Ja, Lavados hat zu viel gefressen. Also Winterspeck, je nachdem. Oder ja, ist halt einfach mal in Rente gegangen. Ja. Das kann ja auch sein. So, betet, dass ich jetzt den richtigen Weg gehe. Ach, halt, Fingerkreuz. Mhm.